Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wie ihr eben oben rechts gesehen habt, Shadowplay bzw. Nvidia Experience hat ein neues Update rausgehauen und nun wird das da oben die ganze Zeit angezeigt. Ich weiß leider nicht, wie man das unsichtbar quasi machen kann. Wenn das jemand von euch weiß, gerne Bescheid sagen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß in diesem Video. So, und dann gucken wir mal, was jetzt wir hier machen. Wir haben in der letzten Folge, das ist für mich jetzt schon ein bisschen länger her, ich erkläre euch gleich alles warum. Und zwar haben wir hier Kira Metz sozusagen aufgehalten. Wir haben gesagt, dass wir das nicht gut finden, was sie sagt, und sie wollte ja mit der Kationa-Krankheit. Kationa-Impfstoffkrankheit, keine Ahnung, wie die heißt, die Krankheit, nach Novigrad, und da haben wir ja sozusagen eines Besseren belehrt, gut unsere Überredungskunst geschwungen. Ja, und so ist sie jetzt nach Kaer Morhen auf. So, was wir jetzt machen, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ich muss mal gucken, was wir eigentlich machen. Es ist jetzt für mich schon ein bisschen länger her. Liegt unter anderem daher, dass ich ein paar Folgen auf Vorrat hatte und... Oh, da will ich mal unbedingt hin. So, wenn wir da vom Mittelhain aus gehen. Hier unten haben wir ja soweit, also hier unten müssen wir noch hin, da haben wir noch nicht alles. Allerdings waren wir da noch nicht, weil... Also hier waren wir überall schon, nur da unten noch nicht. Aber da scheinen wir angeblich noch nicht gewesen zu sein. So, das heißt, hier bei der Reuseninsel entweder zum Schild und dann dahin oder mit einem Boot rüberschippern. Wir gucken uns das mal genauer an. Wo ist denn das Schild, sag mal, da vorne? Ihr werdet wahrscheinlich sehen, das Spiel ist noch ein kleines bisschen hochauflösender. Ich habe da die Grafik noch ein bisschen höher geschraubt. Warum ich das gemacht habe, kann ich euch erklären. Und zwar habe ich eine neue Grafikkarte. Habe ich ja angemerkt, wahrscheinlich schon vor ein paar Folgen. Und zwar habe ich jetzt in meinem PC eine GTX... Beruhige dich, Nordling! Ja, Entschuldigung. Barbaren! Der hat mich gerade voll abgelenkt. Habe ich eine GTX 1080 drinne, und zwar die schnellste 1080, die es momentan gibt. Und zwar die von Zotac. Geradewegs nach Novigrad. Und ich muss sagen, ich habe ja nochmal alles höher gedreht und so. Ich liege jetzt gerade bei 85 FPS, was Bombe ist. Vorher lag ich mit der 970 GTX, lag ich da so bei 40 bis 60. Das schwankte immer so. Und mittlerweile liege ich hier jetzt gerade bei 93, 92. Was super Unterschiede sind. Das merkt man auch vom Spielfluss her. Es läuft noch flüssiger. Klar, man merkt jetzt nicht unbedingt 60 FPS, aber 45 hat man ab und zu schon mal gemerkt ein bisschen. So, hier müssen wir hin. Ich bin ja mal gespannt, was es hier denn zu tun gibt alles. Ich denke mal, wir werden es herausfinden. Hier ist etwas. Ich muss das Auge benutzen. Können wir gleich machen, aber erstmal würde ich gerne wissen, was geht hier vor sich? Da hinten sind ein paar Gestalten. Und hier sind zwei Menschen, die hier warten. Trebor und Preben. Alles klar, wir gucken uns das gleich mal an. Vorher würde ich mich aber gerne hier nochmal umsehen. Denn man weiß ja nie, mit wem man hier eine Unterhaltung anfängt. Das kann immer nach hinten losgehen. Nun gut. So, wer seid ihr denn beiden? Was macht ihr hier? Wie? Bist du gerade vom Baum gestiegen? Wir opfern dem Allgott, das sieht man doch. Auch du kannst seine Hilfe suchen. Mit den passenden Opfergaben jedenfalls. Unsere hat er verschmäht. Dann hat er das ganze Dorf verflucht. Ah ja, aber ihr müsst mir erstmal mehr erzählen. Euer Allgott. Erzählt mir mehr über ihn. Dieser Allgott, von dem habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Gottheit? Nein, eine alte. Schon unsere Vorfahren haben ihn verehrt. Es heißt, Roslav von Erzdorf sei hergekommen, um Reisig zu sammeln. Plötzlich stand ohne Grund ein Busch in Flammen. Und Roslav hörte eine Stimme aus dem Boden, die Opfergaben und Gehorsam verlangte. Seitdem kommen wir her und opfern. Dafür wacht der Allgott über uns und bewahrt uns vor dem Bösen. Mhm, das sieht man. Hm.
Das gefällt mir hier nicht wirklich. Naja. Was ist denn an euren Opfergaben auszusetzen? Was stimmt denn nicht mit euren Opfergaben? Verspotte uns nicht. Natürlich haben wir nur armselige Gaben gebracht. Vor dem Krieg hätte ich die nicht einmal meinem Hund gegeben. Aber was sollen wir machen? So sind die Zeiten. Und sie werden noch schlimmer. Der Allgott hat gesagt, wenn er nicht mindestens einen Schinkenschlegel und ein Fass Bier kriegt, füllen die Flüsse sich mit Fröschen und die Ernte wird von Heischrecken oder so gefressen. Das klingt irgendwie ziemlich merkwürdig. Aber okay, ich könnte mir mal diesen Allgott ansehen. Allgott, das klingt sowieso Almigurt, ne? Von Ermann. Oh Gott. Ich könnte mich bei eurem Allgott mal für euch verwenden. Könnte sein, dass wir uns einigen können. Tja, das wäre vielleicht einen Versuch wert. Um mit ihm zu sprechen, musst du dich vor einen Altar stellen und rufen, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Wer weiß, vielleicht hört er ja auf einen Fremden. Ein gieriger Gott. Eine neue Quest. Alles klar. Dann hier. Ich glaube hier... Ihr macht aber Geräusche. Ich würde sagen, das ist der Allgott hier, oder? Er sieht aber auch ziemlich hässlich aus, muss ich sagen. Naja, wir probieren es mal. Oh, Allgott, hilf einem armen Wicht in Not. Bitte, bitte. Du wagst es, meine heilige Ruhe zu stören, Sterblicher? Ich wage es, sie zu stören, damit du in deiner Heiligkeit den, Fluch von den Bauern nimmst. Sie haben wirklich keine... Sie müssen mir angemessene Opfergaben bringen. Sonst gibt es eine Dürre, Hagelschlag, Erdbeben, Steinschläge. Ich habe gesprochen. Steinschläge hier? Wie soll das denn gehen? Keine Antwort vom Allgott. Gut, wir können unser Gespräch fortsetzen, wenn ich ihn finde. Die Stimme kam von unten. Aha. Der Geralt, der hat nun mal Ohren wie ein Luchs. Alles klar, er sagt von unten und ich schätze mal, das hat was hiermit zu tun, wo wir, wie er vorhin gesagt hat, das Auge benutzen sollen. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt, wo das hinführen wird. Mal gucken. So, und auf geht's. Aha. Das war mir schon fast klar irgendwie, oder? Ich wollte nicht stören, ich gehe mal gleich lieber wieder. Alter Falter, was ist das denn für ein Vieh? Alter. Wer bist du denn, kleiner Mann? Ach, der Allgott. Was? Wer wagt es, meine Heiligkeit zu stören? Oh. Geralt von Riva, ist mir ein Vergnügen. Ich dachte mir ja, dass der Allgott ein körperliches Wesen ist. Aber dass er so fett ist, hätte ich nicht gedacht. Hast dich schön auf Kosten der Bauern gemästet. Kosten, Kosten. Und was ist mit der Hilfe, die ich ihnen gewährt habe? Segen, Absolution und erleuchteten Rat? Diese Leute brauchen das, glaub mir. Ich würde immer noch über sie wachen, wenn sie ihren Teil beitrügen. Aber diese jämmerlichen Brosamen in letzter Zeit... Die sie ihren Kindern vom Munde absparen. Und dann hast du sie auch noch verflucht. Und verflucht bleiben sie auch, bis sie mir angemessene Opfergaben bringen. Quark und Molke sollen sie vergessen. Das kannst du ihnen sagen. Bist du schon lange hier? Sitzt du schon lange in diesem Loch? Seit einem Jahrhundert vielleicht. Eines Winters habe ich hier Zuflucht gesucht und ein Feuer angezündet, so groß, dass die Flammen durch den Riss geschlagen sind und die Büsche oben in Brand gesetzt haben. Ich musste husten und plötzlich hörte ich einen Bauern. Eine Stimme aus dem Nichts. Ein Wunder. So wurde ich ein Gott. Eher ein Parasit. Vielleicht auch das. Aber was sind dann Freya und Melitele? Wollen Gebete und Opfergaben, geben aber nichts zurück. Ich rede immerhin. Ich habe einen Anfall. Ich bringe dich um. Ja,
Also, zunächst mal sollte er sich was anziehen. Das ist jetzt so mein persönlicher Rat für ihn. Und dann... Ich probiere es mal mit Nummer 2. Gib dich mit dem zufrieden, was du kriegst, oder stirb. Jetzt hör mal zu, Speckarsch. Du gibst dich mit dem zufrieden, was du kriegst, sonst werfe ich dich den Raben vor. Verflixte Reformer. Na schön, ich speise bescheidener. Aber nur bis Kriegsende. Keinen Tag länger. Hey, ich hätte den bestimmt auch töten können, aber... was soll's. Aber was hast denn du hier unten, Speckschwarte? Raduid der Fünfte, der Gestrenge, der steinige Pfad zur Größe. Nehmen wir mal alles mit, würde ich sagen, oder? So, was hast du hier noch so? Natürlich, alles mitnehmen. Können wir immer mal gebrauchen vielleicht. So, die Bücher, die können wir dann später wieder lesen. Wie gesagt, ich will jetzt auch in den nächsten Folgen wieder ein bisschen mehr lesen. Wir haben wieder einiges an Gesprächsstoff sozusagen. Und das muss alles gelesen werden und mal geguckt werden, was sich dahinter alles verbirgt. So, okay, untersuche alle verlorenen Spuren in Wählen. Ach, das ist eine andere Quest, warte mal. Wir könnten den Leuten jetzt hier oben noch bestimmt sagen, dass da wenigstens etwas sich dran getan hat, oder? Was ist das denn da? Wein oder vielmehr Essig. Aber es hat ihn trotzdem jemand getrunken. Ich könnte dem Geruch nachgehen. Ach so, seht mal, da hätte ich auch das mit dem Geruch machen können, quasi. Kann ich nochmal mit Ihnen sprechen? Geh doch auf und sieh nach, ob du noch da bist. Das ist schon alles sehr merkwürdig, aber okay, ich bin wieder da. Gibt's was Neues? Ja, ich habe mit eurem Allgott gesprochen. Ich habe mit eurem Allgott gesprochen, persönlich. Und... wird er sich unser erbarmen? Wird er. Er hat versprochen, mit allem zufrieden zu sein, was ihr bringt. Ich hab's doch gesagt. Der Allgott ist gnädig und verständig. Danke, Hexer. Wusstet ihr, dass da unten eine Gruft liegt? Oh, eins noch. Wusstet ihr, dass unter diesem Hügel eine Gruft liegt? Ihr könnt sie ja mal ansehen. Faszinierende Architektur. Geht ihr jetzt tatsächlich dahin? Ach, wie geil. ...50 Kronen nebenbei bekommen, was ganz gut ist. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Einen guten Tag. So, der... oh, hoppala. Geh doch auf und sieh nach, ob du noch da bist. Ja, alles klar. Nun gut, dann haben wir die Quest auch erledigt. Ich dachte mir, ja, willst du den jetzt umbringen oder nicht? Eigentlich ist es ein Monster, aber, bei sowas bin ich mir auch nie sicher, hast du jetzt richtig gehandelt oder nicht? Aber ganz ehrlich, scheiß drauf. Ich hab so, wie ich jetzt denke, richtig gehandelt. So, wir haben das auch soweit geschafft. Gut, ich muss mal kurz gucken, ich muss ja mal kurz... Licht anmachen. Ah, 14. Meine Tastatur von der Uhr ist irgendwie zu dunkel. Egal. So, dann würde ich sagen, lese ich mal ein bisschen was vor. Ich habe hier ein paar Bücher. Die würde ich aber gerne hier im Inventar lesen. Da ist es relativ übersichtlicher. Wir haben ein Buch, was wir lesen können. Das, was wir eben aufgesammelt haben. Nun denn. Was uns zum Beinamen... des derzeitigen Herrschers von Redanien bringt, der Gestrenge. Nun, wollen wir die Ursachen und Folgen dieser Beinamens erörtern. Erstens steht fest, dass die Wurzeln von Raduid Strenge sicherlich in seiner Kindheit liegen. Raduid wurde 1255 als Kind von König Wisimir und Königin Hedwig geboren und sofort der Obhut der Hofverzauberin Philippa Eilhard übergeben. Während sicherlich niemand an ihrer Fähigkeiten als Hauslehrerin zweifeln würde, kann man sich allerdings
Philippa Eilhardt kaum als warmherzige Bezugsperson für ein kleines Kind vorstellen. Und die harten Lektionen, die sie Radovid sicherlich erteilte, haben eine bleibende Wirkung auf ihn hinterlassen. Was war der nächste Schritt auf Radovids Weg zur Strenge? Der Tod seines Vaters, als er 13 Jahre alt war. Obwohl Gerüchte absagen, dass sich Vater und Sohn kaum kannten, führt alleine die Vorstellung, in einem so jungen Alter und unter solchen schwierigen Umständen sein Erbe antreten zu müssen, unweigerlich zur Abhärtung. Letztlich war es die Regentschaft, die bei Radovid eine große Strenge hervorrief. Unter der Leitung von Dijkstra von Dreiberg, denke ich mal, von Dreiberg vermittelte der Regentenrat Radovid eine Art der Politik, die seine aggressiven, kompromisslosen und von Staatsräson geprägten Prinzipien noch verstärken. Das sind die Gründe für Radovids Temperament und jetzt kommen wir zu den Folgen. Die meisten Erscheinungsformen seines strengen Verhandelns sind uns wohl bekannt. Die Berufung des Ordens der Flammenrose zu seinen bewaffneten Vollstreckern, die späte Unterstützung der Hexenjäger bei einer Verfolgung und das Massaker in Loch Muin, nur um einige Beispiele zu nennen. Dennoch hat sich Radovid im Kampf gegen Nilfgaard als wirklich streng erwiesen. Während sich die Truppen der anderen Reiche unter dem Ansturm der Kaiserreichs auflösten, stärkte er sein Königreich und übernahm das Kommando über die Truppen des Nordens. Inzwischen sind sich jedoch alle scharfsinnigen, sichtigen Beobachter des Nordens einig. Egal welche Meinung sie zuvor von ihm auch gehabt haben mögen, Radovid der Fünfte, der Gestrenge, ist das letzte Bollwerk des Nordens gegen Emhyr, wachsende Macht. Nun ja, ich weiß ja nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich mag beide nicht. Emhyr mag ich nicht und Radovid schon gar nicht. Also, nun ja, ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen der Folge. Und in der nächsten Folge geht es hier an Ort und Stelle weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.